lese: Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Neurodermitis und anderen Ekzemen, und es werden Medikamente und Wirkstoffe den Wirkstoffen nach in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt, und ich bin angekommen bei einem geeigneten Wirkstoff grün, einem Glukokortikoid, das äußerlich angewendet wird. Ich lese vor. Glukokortikoide in Klammern äußerlich. Glukokortikoide wirken entzündungshemmend, antiallergisch, Juckreiz stillend und hemmen die Zellvermehrung. Glukokortikoide wirken entzündungshemmend, antiallergisch, Juckreiz stillend und hemmen die Zellvermehrung. Diese Wirkeffekte können bei Hauterkrankungen von Nutzen sein. Hydrocortison-Prednisolen, grün, geeignet bei Ekzemen und Neurodermitis. Schwach wirkende Glukokortikoide zur kurzzeitigen Anwendung. Okay. Dexamethason, Flumethason, Fluprednidin, Hydrocortison, Buteprat, Hydrocortison, Butyrat, Methylprednisolon, Acepponat, Prednicarbat, Triamcinolon, grün. Geeignet bei Ekzemen und Neurodermitis. Mittelstark wirkende Glukokortikoide zur kurzzeitigen Anwendung. Amzinonit, Betamethason, Desoximethason, Diflucortolon, Fluokinolon, Fluocinoid, Mometason, grün. Geeignet bei Ekzemen und Neurodermitis. Stark wirkende Glukokortikoide zur kurzzeitigen Anwendung. Clobetasol, grün. Geeignet bei Ekzemen und Neurodermitis. Sehr stark wirkendes Glukokortikoid zur kurzzeitigen Anwendung. So. Nach der Bewertung folgt ein erläuternder Text. Die therapeutische Wirksamkeit von Glukokortikoiden bei Ekzemen und Neurodermitis ist erwiesen. Die Wirkstoffe dringen durch die Haut in den Blutkreislauf ein und entfalten deshalb ihre Wirkung nicht nur an der Haut, sondern im ganzen Körper. Sobald Entzündung und Juckreiz nachlassen, sollten Sie Glukokortikoide langsam immer niedriger dosieren, um sie schließlich ganz abzusetzen und andere Mittel anzuwenden. Wichtig zu wissen: Sie wenden 3 bis 5 Tage ein stark wirkendes Medikament an und gehen dann zu einem schwächer wirkenden oder so bald wie möglich zu glukokortikoidfreien Präparaten über. Falls Sie die Arznei längere Zeit im Gesicht anwenden, kann sich die Haut um den Mund herum entzünden. Deshalb sollten Sie Glukokortikoide dort möglichst nicht auftragen. Cremen Sie nicht mehr als 1/5 der Körperoberfläche mit glukokortikoidhaltigen Arzneien ein. Sie sollten zudem nicht unter abgeschlossenen Verbänden angewandt. Sie sollten zudem nicht unter abgeschlossenen Verbänden angewandt werden, da die Wirkstoffe dann verstärkt in die Haut eindringen und die Gefahr unerwünschter Wirkungen steigt. Neben leichten Nebenwirkungen wie eine geringfügige Verfärbung der Haut können Glukokortikoide in Einzelfällen auch stärkere Begleiterscheinungen haben.
Insbesondere wenn sie großflächig über längere Zeit unter einem Foliensalbenverband oder in Augennähe angewendet werden, kann sich der Augeninnendruck so erhöhen, dass es zu einem Glaukomanfall kommt. Dieser äußert sich durch gerötete, schmerzende Augen, geweitete Pupillen, die sich bei Lichteinfall nicht mehr verengen, sowie sehr hart anfühlende Augäpfel. Suchen Sie unverzüglich einen Augenarzt oder die nächste Notfallambulanz auf. Eine Erblindung kann drohen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Säuglingen und Kleinkindern kann sich bei Anwendung von mehr als 4 Wochen das Knochenwachstum verlangsamen. Unter einer festschließenden Windel kann der Wirkstoff leichter durch die Haut in den Körper gelangen. Verschließen Sie den behandelten Bereich daher möglichst nicht luftig. Das gleiche ist bei diesem Foliensalbenverband, das soll man auch nicht tun, stand da auch vorher drin. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft sollten Sie solche Substanzen nur anwenden, wenn der Arzt dies unbedingt für erforderlich hält. Dann sollten bevorzugt Medikamente mit Hydrocortison oder Prednisolon eingesetzt werden. In der Stillzeit dürfen Sie die Mittel nicht auf der Brust auftragen. Außerdem müssen Sie dafür sorgen, dass das Kind nicht mit Hautstellen in Berührung kommt, die mit kortisonhaltigen Salben oder Cremes behandelt, die Sie mit kortisonhaltigen Salben oder Cremes behandelt haben. Außerdem müssen Sie dafür sorgen, dass das Kind nicht mit Hautstellen in Berührung kommt, die Sie mit kortisonhaltigen Salben oder Cremes behandelt werden. Es geht weiter mit einer Wirkstoffgruppe, nämlich Glukokortikoid und Antibiotikum äußerlich angewendet.